Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW Folge 109. Ja. Oder 110? Die Frage aller Fragen mal wieder. Naja, auf jeden Fall sind wir auf dem Weg nach Ehrenfeste. Ein bisschen was zu trinken kaufen, ein bisschen was zu essen kaufen und ein bisschen verkaufen. Wie ihr gesehen habt, kriegt man recht viel Kohle für die ganzen Klamotten. Und wir haben, ich glaube, 20 Gold oder so in den letzten zwei, drei Folgen gemacht, ohne uns großartig anzustrengen. So. Aber wofür das war, das weiß ich gar nicht. Das kann man nicht verkaufen. Auch nicht verkaufen. Ich glaube, das kann man auch nicht verkaufen. Kann man auch nicht verkaufen. Das ist ein. Das kann man, glaube ich, auch nicht verkaufen. Und das brauchen wir auch für eine Quest. Das kann man verkaufen. Erstmal trinken kaufen, ein bisschen verkaufen. Weil wir haben so gar nichts mehr. Den Warenstöbern. So. Ah, er fehlt also ein bisschen zu. Na egal, machen wir das voll. So. Ups. Wie gesagt, gar nicht mal so verkehrt, weil der freut sich. So, dann gehen wir mal zu den Langbarts. Wir sagen, fliegen wir das Stück. Das geht am schnellsten, am einfachsten. So. Schön. Haben wir da nämlich zwei fertige Quests. Da bekommen wir unseren tollen Armreifen. Da bekommen wir nur Gold. Da bekommen wir auch nur Gold. Kolossale Bedrohung. Ja, das ist natürlich cool, aber die lassen wir erstmal, glaube ich. Akurus Rache. Kriegen wir da was Schönes? Regeneration. Wirklich schön, nicht? Der Oberanführer. Ja, gut, da sind wieder tolle Sachen bei. Ja, das ist richtig cool. Gruppe, empfohlene Spielanzahl 3. Wo ist denn das? Da ist schon bla bla bla. Ah, hier. Okay, ja gut, das schaffen wir nicht zu zweit, sprich mit Pet schaffen wir das nicht. Da ist das, wo ich eben von erzählt hatte, wo ich geholfen hatte mit meinem 70er. Man kann direkt hier abgeben. Fett. Zack. Zack. Und wieder was Schönes zum Anziehen. Wir haben gar nicht verkauft. Mensch! Die Grinte kann man nicht verkaufen. Muss mal gucken, wofür das ist, ansonsten schmeißen wir das weg. Haben wir noch irgendwas zum Verkaufen? Nö, ne? Bevor wir noch mal unten abgeben. Schön. Wie gesagt, hier kriegt man wirklich viel EP. EP und. Sag ich schon, Gold kriegt man hier viel. Gucken, ob man hier Rezepte bekommt. Da bekommt man nichts. Da vorne müsste auch noch einer. Verkäufer sein. Und auf der anderen Seite unten ist auch noch ein Verkäufer. Ja, hier kriegt man Erste Hilfe. Netter Stoffverband. Netter Stoffverband. Ja. Erste Hilfe der Lehrer. Quasi.
Weil teilweise, ich glaube, Angeln und Erste Hilfe geht hier nur noch im höheren Bereich und glaube ich Kochen auch über Bücher. Muss man aufpassen. Matitode, ja, kriegt man nichts. Da könnten wir vielleicht noch was Tolles bekommen. Aber auch nichts. Und der hier hat noch ein paar Waffen für uns, die wir nicht gebrauchen können. Theoretisch. Obwohl die gar nicht mal schlecht ist. Wir zwar Crit verlieren und Gesundheit, aber ah, ich überleg's mir. Können wir die Quest abgeben gern. Oh, seht ihr, wenn man richtig pullt. Als Jäger. So, Makuris Rache ist glaube ich da oben. Ne? Ja. Genau, da wollen wir aber erstmal nicht hin. Erstmal da unten gucken. Ja, das ist immer so die Frage, was man. Oh, was ist das? Ach so. Okay. Darum kümmern wir uns nachher. Ich glaube, die Folgequest oder so, da müssen wir die töten oder so. War das? Ne? Ach so, meine ich. Nutzt. Gültiges Ziel. Nein. Blutiger Höllenüber. Wasser Reichweite. Ungültiges Ziel. Aber es hat funktioniert. Das ist da genau das. Ja, manche Quests sind wirklich Puzzles. Ich glaube, wenn wir näher wären, hätte er uns dann auch angegriffen oder so. Aber da wir nichts von dem brauchen, alles cool, alles cool. Weil manchmal muss man ja was anwenden und dann muss man den killen, weil der dann was Besonderes droppt. 7 Gold 55 und 58. Wo ich gedacht hätte, das bringt mehr, aber gut. Grausame Zuchtmeister getötet. Vielleicht funktioniert es mittlerweile, ich weiß. Vor ein paar Wochen funktioniert das nämlich nicht. Aber wird sich ja zeigen jetzt. Weil die hatten ja etwas noch gepatcht, damit man zu Lamanen gehen kann mittlerweile. Oh, was war das denn? Warum bin ich denn so ultra schnell? Ha, habt ihr das gesehen? Ja gut, jetzt sind die jetzt nicht das Problem, aber trotzdem. Naja. Das gibt auch Runenstoff hier, netter Stoff, das ist auch gut. So geht das auch gut, wenn man die versucht einzeln zu pullen. Funktioniert zwar nicht immer, aber immer öfters. Yeah!
Toll. Das will ich immer haben. Ist irgendein Buff von dem. Schön. Knallen wir jetzt nochmal ein paar Flächen rein. Na, mittlerweile habe ich es ja geschafft und bin Meister der Elixiere. Es hat auch ziemlich gefühlt lange gedauert. Geh weg. Oh, von uns in unserem nächsten Lederopfer. Schön. Kommt fast wie ein Slow-Mo vor. Das ist wie wenn man von der Autobahn runterkommt. Oh, die greifen gar nicht an. Das wäre auch gut, aber gut. Das ist wirklich cool, dieser Buff. Der wirklich von dem kommt. Gucken, ob man das sieht. Was mir selber geschehen ist. Licht. Für Licht, Kniesehne. Nee. Ich denke mal wirklich, dass das einfach durch hier die Zuchtmeister kommt. Von dem eine Quest, dann müssen wir nach da hinten laufen. Und wenn wir die haben, dann müssen wir glaube ich hier die Dinger gleich einsammeln, diese komischen Vasen, nenne ich sie mal. Und später den da töten. Aber von dem, also für den bekommen wir dann so eine Route. Normalerweise geht der hin und her. Dann pullt man den eigentlich damit nicht. Eigentlich. So, ich laufe jetzt weit genug vor. Das ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Und gleich legen wir uns hin. Ja, guck, da kommt wieder die Dicke. Oh. Geh weg. So. Nicht unbedingt hier dieser Riesentyp uns killt. Anders gelaufen als ich wollte. Essen trinken. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Aha. Mein Handy ist umgefallen. Ich habe das so an die Wand gelegt. Wieder. Krieg ich erstmal das zu essen an den Kopf geworfen, Gehalt. So. Was wollt ihr, Fremder? Schlüssel besorgen, machen wir. Mit dem Schlüssel müssen wir dann, ich glaube, zwei oder drei andere befreien, unter anderem die, wo wir den Schlüssel bekommen, die Quest bekommen haben für den. Danach müssen wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, den da töten. Ich
Hier kann man auch mal eigentlich, kann man fast überall super krass questen. Man kriegt halt auch viel Kohle dadurch. Vor allem durch die grauen Items, die man verkaufen kann. Oder die seelengewonnenen Items, die man verkauft, weil man irgendwelche besseren Sachen hat. Wenn man hier guckt, wie viel kriegt man? 6 Gold, 4 Gold. Ja, das ist schon cool. Ah gut, wir brauchen unbedingt einen neuen Rücken. Ich weiß gar nicht, ob wir den mittlerweile auch herstellen können. Ja, den Frostgummi-Umhang da. Ich meine aber, der Lederverarbeiter kann auch Rücken herstellen mit Beweglichkeit und Stärke. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wo wir besser gucken können. Atlas Loot. So. Kommt der denn her? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, er läuft hier zu unserem Freund. Das wollte er wohl doch nicht. Nicht das, was ich wollte. So. Der denn dort drauf? Nö. Wahrscheinlich keinen Bock da rumzwingen. Ja, diese Kniesehne. Furchtbar. Wählen wir eine Rubrik. Und zwar Crafting. Chemie, Erste Hilfe. Zurück. Chemie, Crafting. Lederverarbeitung, Meister. Da. Haha. Strunks. Ausweichwertung brauchen wir nicht. Tja, Nahkampf. Stärke. Dann gibt es bestimmt auch was mit Beweglichkeit. Unter Garantie. Ah, ich hab's dann fast gedacht, dass wir den pullen. Ach, wie ihr seht. Sind wir nicht die Einzigen. So, wir nämlich. Das ist das Tolle am Hunter, ne? Der kann sein Pet losschicken. Der kann irgendwas tun und wir können ihn schnell totstellen. Oder dass wir direkt drauf gehen. So, hier ist es befreit, die bla 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 und die und die. Das machen wir doch glatt. Erstmal unser Pet zurück. Ich würde sagen, wir schmeißen uns aufs Mount und reiten dann dadurch. Aber, oder? Doch, müssen wir hinbekommen. Denn wir hier reiten. Jawohl. Brauchen wir den nämlich nicht pullen. Ja, aber ein paar andere pullen ist egal. So, mit denen nämlich befreit.
warte noch kurz, bis das CD fast um ist. Freien den nächsten. Ich glaube, hier müssen wir kämpfen. So. Ich glaube, das geht nicht anders. Ich frage, warum die mich angreifen. Wahrscheinlich, weil ich den heilend dahin geschickt habe. Wo ist er denn da? Ich glaube, wenn man so schnell wird einem irgendwann schlecht. Der letzte dran. Das machen wir ganz einfach, wir schicken den schon mal hin. Wenn der nämlich dann am Kämpfen ist, holen wir uns den Typen da ab. Zack. Laufen schnell dahin. Schön. Oh Mann, oh Mann. Ja, man kann alles pullen hier. Auf einmal, das geht, wie ihr seht. Das ist gar kein Problem. Und wie gesagt, das Tolle am Jäger, zack, liegt man da. Kein Problem. Dann gehen wir noch die Quest ab. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW Folge vielleicht 110 oder 111. Mal sehen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Auf Wiedersehen.